Mein Name ist Antje Steinbrink und ich forsche seit über 7 Jahren an einheimischen und invasiven Stechmücken. Mein Name ist Cornelia Hades und ich beschäftige mich mit der Entwicklung von antiviralen Strategien gegen Grippeviren und auch die Arboviren Semnicki Forest und Chikungunya-Virus. Mich interessieren vor allem alternative Bekämpfungsstrategien. Hierzu leite ich eine Nachwuchsgruppe an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und bin Projektleiterin am LOEWE-Zentrum für translationale Biodiversitätsgenomik. Seit 2020 bin ich Leiterin einer BMBF-Nachwuchsgruppe am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Gießen. Außerdem leite ich auch ein Projekt am LOEWE-Zentrum für translationale Biodiversitätsgenomik. Wie die aktuelle Corona-Pandemie gezeigt hat, sind Infektionskrankheiten eine Bedrohung für die globale Gesundheit. In diesem Zusammenhang stellen insbesondere Stechmücken eine große Herausforderung dar, da sie eine Vielzahl von Erregern übertragen können und durch den Klimawandel, den globalen Warentransport oder auch den Tourismus in neue Gebiete eingebracht werden. Ein Beispiel, was dabei in aller Munde ist, ist die aus Asien stammende Tigermücke Aedes albopictus, die sich mittlerweile auch in Süddeutschland etablieren konnte und in der Lage ist, sowohl das Dengue, aber auch das Chikungunya-Virus zu übertragen. Allerdings sind auch einheimische Stechmückenarten wie die gemeine Stechmücke Culex pipiens in der Lage, Viren zu übertragen. So kam es 2019 beispielsweise zu den ersten West-Nil-Virus-Fällen in Deutschland, die auch intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Mit unseren Nachwuchsgruppen untersuchen wir Methoden, um Stechmücken und die von ihnen übertragenen Arboviren einzudämmen. Zurzeit sind Insektizide das Mittel der Wahl. Diese treffen allerdings auch andere Spezies und tragen oft zur Entwicklung von Resistenzen bei. Gegen Arbovirusinfektionen, wie zum Beispiel das Chikungunya-Fieber, gibt es außerdem keine Medikamente und auch keine Impfstoffe. Daher werden alternative Strategien dringend benötigt und dazu wollen wir mit unserer Forschung beitragen. Die Basis unserer gemeinsamen Forschung ist die sogenannte RNA-Interferenz oder kurz RNAi. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Mechanismus der Genregulierung, bei dem ein komplementärer kurzer RNA-Abschnitt genutzt wird, um bestimmte Gene abzuschalten bzw. Viren zu eliminieren. Die von uns designte doppelsträngige RNA testen wir zunächst in Zellkulturen und die effizientesten werden dann anschließend in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Stechmücken getestet. Ziel unserer Arbeit ist es, eine art- und virusspezifische Bekämpfung zu entwickeln. Dadurch leisten wir einen großen Beitrag zur globalen Gesundheit und zur Biodiversitätserhaltung.